5000 Stunden später. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von LS22 Goldgräber, wo ich ein bisschen, es hat ein bisschen gedauert, aber es hat geklappt. Wir sind an einem Punkt, wo wir jetzt hier quasi eine Landverbindung haben zu der Aufschüttung von unserem Streampay, unserem gespielten Streampay. Wir können das hier noch ein bisschen breiter machen. Damit wir nicht aus Versehen runterfallen, würde ich sagen. Hätte ich es gesagt gehabt. Und dann, wir müssen das sowieso ein bisschen breiter machen, weil wir das, wenn wir hier eventuell mit Förderbändern arbeiten wollen, dann brauchen wir hier noch einen Platz mehr für, Förderband und Fahrzeug. Ne? So ein Ding ist das nämlich. Das hier vorne vielleicht auch noch so eine Art Wendeplatz oder so. Ich weiß nicht. Jedenfalls, das war auf jeden Fall eine Heidenarbeit. Und da oben seht ihr schon, so ganz fertig ist das auch noch nicht. Denn der Weg ist sehr holprig und löchrig. Ich weiß nicht, wie wir das gerade kriegen sollen. Aber, ihr seht, ne, ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut. Ich habe auch nicht mit dem Geländetool geschummelt oder so. Das ist mir immer sehr wichtig zu betonen, weil, ne, wenn wir schummeln wollen, dann wären wir ein anderer Kanal. Aber ihr seht hier, so kann man das dann machen, wenn man einmal hier den Grund sozusagen raus hat. Dann geht das ganz gut. So mehr oder weniger. Zumindest. Bin noch nie mehr ins Wasser gefallen. So, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich würde es halt gerne da vorne noch ein bisschen breiter machen und dann gucken, ob wir den Weg noch hinkriegen. Und dann schauen wir mal, dass wir die Anlage mal befüllen, ein bisschen Streampay da reinbekommen. Da sind wir sozusagen auch wieder so ein bisschen back to the roots. Ne? Wir hatten ja ganz am Anfang auch Streampay als erstes Material sozusagen, wo wir unser Business, unser großes Goldunternehmen, welches wir hier ja jetzt etabliert haben, drauf aufgebaut haben. Das erste war Streampay. Ist ja so. Mit der kleinen Waschanlage haben wir das dann da rausgeholt. Irgendwie, wahrscheinlich müssen wir demnächst noch ein bisschen tiefer. Aber wir schauen mal. So sieht das jedenfalls ganz gut aus. Ja. Halbwegs breit, kann man so halbwegs mitarbeiten. Da vorne vielleicht noch ein bisschen. So. Durch das so ein bisschen, wie so ein Wendehals. Da ist die Frage, ne, ob wir jetzt wirklich so ein Geländer dranhängen sollten. Und die andere Sache, die ich hier gerne machen würde, ist jetzt sowas breiter haben, das dann wieder ein bisschen abflachen. Ne? Das sieht jetzt wirklich sehr ausgeschnitten aus. Aber wahrscheinlich müssen wir es dafür noch breiter machen. So, die andere Geschichte ist, wie gesagt, hier, ne? Wie kriegen wir das insgesamt breiter? Ohne, dass wir jetzt da unten alles kaputt machen. Das muss ja irgendwie gesmoothed sein, ne? So vielleicht? Das könnte gehen, ne? Wenn wir hier mal ein bisschen wegnehmen. Und das dann hier wieder zum Smoothen verwenden. Das wird ja nicht, durch Smoothen wird es ja jetzt nicht irgendwie, weiß Gott, wie größer oder kleiner irgendwo werden. Oder aufschütten. Zu so riesen hohen Bergen. Sondern wird ja versuchen, das irgendwie auszugleichen, hätte ich jetzt gesagt. Weil wir brauchen hier auf jeden Fall so, oder zumindest auf der rechten Seite irgendwie noch so ein bisschen Platz, dass man hier die Förderbänder hochpacken kann. Was passiert denn, wenn wir hier zum Beispiel, was passiert denn, wenn wir das jetzt hinkippen? Achso, dann geht hier der Rand wieder runter. Das wollen wir natürlich eigentlich nicht. Das wollen wir eigentlich nicht. Die müssen wir wirklich abtragen, ne?
Das sieht noch ein bisschen komisch aus, wenn das hier unten so breit ist und dann hier der Hang, der geht hier halt noch hin. Das sieht dann ein bisschen komisch aus, deswegen würde ich das gerne hier noch ein bisschen anpassen. Zumindest irgendwie noch ein bisschen breiter machen. Und dann müssen wir das wieder smoothen. Ein Smoothie. Ja, aber insgesamt, ja, sehr, 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 sehr schmal. Also ich glaube, mit dem Geländewerkzeug würde es auf jeden Fall einfacher gehen. Und das ist auch möglicherweise ohnehin noch hier zu steil, um hier mit Fahrzeugen regelmäßig rauf und runter zu fahren. Könnte ich mir vorstellen. Also das Einzige, was ich hier mit dem Geländewerkzeug vielleicht machen würde jetzt noch, wäre wirklich das ein bisschen zu smoothen. Falls ich das Wort jetzt nicht schon oft genug verwendet haben sollte. Ja, wie beladen wir? Wie entladen wir hier? Ich muss halt mal schauen, ne, mir die Förderbänder mal genau angucken, welche möglichen Techniken es da gäbe. Aber hier passen die auf jeden Fall nicht durch. Das heißt, wir müssen hier sowieso... Können wir hier vielleicht statt flatten auch auf smoothen gehen und das dann irgendwie... auf den Rest des Weges anpassen. Na, es geht sehr langsam, ne? Das geht nach wie vor ganz gut. Aber ja, aufbrauchen. Ja. Hier ist halt noch so eine Delle drin. Ja, das Ding ist halt, was ich erreichen möchte gerade, ist so ein bisschen, dass wir hier vorne das breiter machen, also insgesamt breiter machen. Ich hab... Damit wir da irgendwie Förderbänder langlegen können. Und dazu müssen wir diesen halben Hang da wegfahren, ne? Ist so. Ja, keine Ahnung. Können wir nicht einfach auch hier? Ne, da geht's wirklich nur smoothen. Tja. Ja, aber so langsam wie jetzt. Was wir natürlich auch machen könnten, ist jetzt einfach, ne, das ganze überschüssige Material schon mal hier reinkippen, aber das jetzt einzeln und her zu fahren. Da sehe ich uns jetzt eher nicht. Das heißt, wir müssen jetzt mal überlegen, welche Förderbänder könnten wir verwenden, um das zu bewerkstelligen, dass wir das von da unten hier direkt reinkriegen. Achso, wir müssen mal kurz umstellen. Da dahin, ne? V1
Frage, ist es jetzt auch da drin gelandet? Jawohl, Riverside Processor. Kann auch direkt aktivieren. Strom müsste er ja auch bekommen. Hat aber keinen bekommen. Wahrscheinlich, weil die Anlage noch nicht an war. Während oben der Kohleabbau noch lief. Das ist natürlich jetzt auch ein Problem. Ne? Jetzt haben wir hier unten das Fahrzeug für die Kohle. Und können oben keine Kohle mehr nachkippen. Und das ist auch nicht der geeignetste hier. Der ist halt sehr langsam. Ja, also, das heißt, wir, wie gesagt, müssen uns überlegen, wenn wir das mit Förderbändern lösen wollen, wie ja von vielen von euch gewünscht, müssten wir jetzt überlegen, die normalen Förderbänder zum Weitertransportieren, das würde funktionieren. Aber welches nehmen wir, um hier unten aufzuladen? Das ist natürlich dann die Frage. Und hier drehen können wir ja auch noch nicht so wirklich, ne? Das ist ja alles noch ein bisschen sehr... Da müssen wir eventuell sowieso noch ein bisschen breiter machen hier. Warte mal. Dann machen wir das jetzt erstmal. Wir wollen ja sowieso den Weg da breiter machen. Pass auf, dann machen wir Folgendes. Wir holen hier nochmal ein bisschen Material weg. Und kippen das hier nochmal an den Seiten dazu. Aber interessanterweise sofort weg. Hä? Ich glaube, die andere Methode war besser. Aber ja, wir brauchen hier den Platz irgendwie. Geht das besser, wenn wir das so machen? Warte mal. Etwas, ne? Sieht dann nur ein bisschen komisch aus. So hätte ich gesagt, dann fahren wir mal, ja, hier alles passend weg. Und füllen das dann hier nach und nach nochmal ein bisschen breiter auf. Weil wir brauchen natürlich auch die Wendefläche, die, wenn wir die nicht haben. Klar, ne, wenn wir jetzt den Sand da wegbauen, dann hätten wir die zwar irgendwann. Aber wir wollen jetzt nicht hier für eine Baggerschaufel hier ewig stehen. Das geht ja nun wirklich nicht. So. Und dann hier schon mal wieder auffüllen. Es ist nämlich so ein bisschen da, ne, zur Seite runtergerutscht. Ja. So. Dann vielleicht einmal hier so hin. Kommt dann immer so eine kleine Ecke mehr. Die Frage ist ja, was hier besser funktioniert. Das Lowern? Oder wenn ich jetzt auf Flatten gehen würde? Aber ich glaube nicht, ne? So, dass wir hier so ein bisschen Platz haben. Weil das Förderband muss ja auch hier irgendwo lang. So. Guckt euch mal, wie die Fahrzeuge mittlerweile aussehen. Stell dir mal vor, ich würde Maschinen sauber machen. Wie ordentlich das hier sein könnte. So, warte mal. So. Wir müssen wahrscheinlich sowieso insgesamt noch weiter runter. Okay. Wird aber langsam, glaube ich. Das hat jetzt genau gar nichts gebracht, okay.
Wenn wir mal so flatten, geht natürlich der ganze Weg kaputt. Können wir das jetzt wieder smoothen? Und dann hier nochmal was wegnehmen. Boah, es geht ganz gut, ne? Das sind so die größten Unterschiede, seht ihr, ne? Die werden da so ein bisschen ausnivelliert, wie ich immer so schön zu sagen pflege. So, und so langsam sehe ich, dass wir hier dann auch mit so einem Förderband dran längst kämen. Wie kann ich das noch loswerden? Ah, es geht da wahrscheinlich nur. Aber bei Flatten, da zieht er uns halt hier, ne, so eine Gerade da rein. Und das wollen wir nun auch nicht. Zumal wir dann in der Rinne hängen bleiben. Da greifen wir hier nochmal nach. Achso, nee, ich wollte mal mit Flatten probieren, ob wir das vielleicht ganz glatt gezogen kriegen hier. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier ansetzen. Ja, aber so wirklich mehr nimmt er da nicht weg, ne? Ja, aber ist auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr schöne Mod. Und kann man schon viele schöne Sachen mitmachen. Die Dame, die Mod entwickelt hat. Ich glaube, es war eine Dame, die Mod entwickelt hat, die Terrafarm. Der wirklich gute Arbeit geleistet. So. Dann hier nochmal ein bisschen auffüllen. Ja, bei dem Smoothen frage ich mich, auf Basis von was dann ausgeglichen wird. Das ist mir noch nicht so ganz klar, ehrlich gesagt. Es müsste ja so ähnlich funktionieren wie das Geländetool, ne? So, was denkt ihr? Haben wir genug Platz jetzt für Förderbänder hier raufzulegen? Für Förderbänder hier raufzulegen. Deutsche Sprache stirbt. Ich glaube, wir müssen insgesamt das noch ein bisschen mehr anpassen hier. Ja, das geht auch. Da können wir quasi dann von hier und überall, ja, so wegnehmen. Und dann so seitlich wieder dazufügen. Ja, diese Auffüllwerkzeuge, also wenn wir jetzt, ne, anheben würden, das würde viel zu schnell anheben, glaube ich. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel, warte mal. Seht ihr, der lässt ein bisschen. Ah, das ist sehr spannend. Ich könnte das stundenlang machen. Ich weiß, das ist jetzt gerade, diese Folge ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen sehr speziell mal wieder. Aber das gehört, glaube ich, auch dazu. Weil, naja, ja, viele von euch haben sich gewünscht, mal wirklich auch dediziert gewünscht, dass immer alles gezeigt wird. Ich glaube, ihr seht, ganz so einfach ist das nicht mit dem immer alles zeigen, weil das wird ein bisschen, doch ein bisschen zäh, oder? Aber nur so ein bisschen. Also jetzt wirklich nicht ganz viel, aber so ein bisschen. Wie viel einfacher das wahrscheinlich gegangen wäre, hätten wir einfach nur das Geländetool genommen. Aber das ist ja nicht der Sinn dieses Projektes.
Wie gesagt, hier in den Rändern kann man das nicht so gut verwenden, weil dann fängt er an, den Rand abzuflachen, was wir eigentlich nicht wollen. Wobei das eigentlich auch eine gute Idee wäre, wenn wir dann nämlich da runterpurzeln und das ist alles relativ abgeflacht, kommen wir auch irgendwie da raus, ne? Either way. Hier vorne noch ein bisschen. Und wie gesagt, die Förderbänder können ja auch ruhig hier übers Feld gehen. Ich will nur einmal hier, dass da, wo die ersten langlaufen, dass es da so ein bisschen geordnet geht. Warum paintet er da jetzt wieder nicht? Ich habe schon ein ganz schönes Loch reingerissen. Ah, das werden wir gleich auch noch wieder beheben mit dem Smooth Tool. Weißt du was, dann machen wir heute die Folge einfach mal ein bisschen länger. Und dann haben wir zumindest in dieser Folge dann das sozusagen fertig. Was wir hier bauen wollten. Viel, glaube ich, brauchen wir nicht mehr. Was es auch an Sprit kostet, ne? Wir haben auch mal so ein bisschen einen Überblick. Wenn man das jetzt vergleicht, ne? Man hat ja so ungefähr im Gefühl, wenn man jetzt normale landwirtschaftliche Maschinen in diesem Spiel bewegt, wie viel Sprit die verbrauchen und was das jetzt hier wieder kostet. Und das alles nur, damit wir unsere Industrie hier vervollständigen. Und zwar in schön. Wir hätten, ganz ehrlich, ne? Wir hätten jetzt hingehen können, auf dem Feld, was wir schon haben, na, noch ein anderes Loch graben, hier einfach eine Umstellung auf Riversand, fertig. Aber ich mag das so ein bisschen, dass wir das auch wirklich fühlen hier, ne? Wie das Projekt, dass das wirklich sich auch so ein bisschen realistisch anfühlt. Ihr wisst, wie wichtig mir das ist, der Realismus in Simulation, auch wenn wir viel Quatsch machen. Das gehört in meinem Kanal dazu, ne? Viel. Erinnert euch alleine an den Silo-Abkipper im LS. Der Klassiker zum Beispiel, ne? Gehört natürlich auch irgendwie dazu, aber sowas dann auch. Finde ich. So. Ich glaube, jetzt müssen wir so langsam ein bisschen smoothen. Wir gucken mal. Ja, das wäre hier. Ja. Sieht doch ganz gut aus. Da oben. Dann haben wir hier schön viel Platz, mit Förderbändern dann oben zur Fabrik hinzukommen. ...6000 Lohnkosten für was denn? Ich mach doch gar nichts. Dabei mache ich doch gar nichts. So. Tja, und jetzt vielleicht, warte mal, wenn wir jetzt hier auf... So. Wenn wir jetzt versuchen, das hier nochmal breiter zu machen, was passiert dann? Das geht eigentlich ganz gut, ne? Weil da soll dann sozusagen das Förderband stehen, was die Sachen dann hochnimmt. Und da kann das da, was wir da gerade gebaut haben, da kann es dann hochgehen.
hier müssen wir noch ein bisschen breiter machen. Na. Ich rede die ganze Zeit von einem Förderband, ne? Also wir werden da schon ein paar mehr brauchen, glaube ich. So. Weil wir haben ja da diverse Möglichkeiten und den Modpacks drin. Und wir haben natürlich die Standardförderbänder, die, glaube ich, aber auch die ganzen Sachen, die wir herstellen, ja auch verwenden können. Da müssten wir dann auch mal schauen. War was? Nö, ne? Alles gut. So. Da habe ich jetzt ein bisschen hochgezogen. Ich glaube, da stand ich ein bisschen zu hoch, ne? Und da auf der anderen Seite auch noch mal ein bisschen breiter machen. Wegen Wänden und so. Und dann können wir, glaube ich, dann muss ich mal eben kurz offscreen mal eben testen, welche ich denke, dass wir da am besten nehmen. Oder können wir beginnen mit dem lustigen Förderbandspaß. Die werde ich natürlich jetzt nicht in der nächsten Folge jetzt euch damit langweilen, dass wir irgendwie die ganze Folge jetzt auch noch, nachdem wir hier das angeschüttet haben. Das war ja wahrscheinlich auch schon... Hey, man kann es eh nie allen recht machen, ihr kennt es ja, ne? Aber ja, dass wir da jetzt die Förderbänder ranschleppen. Aber wir haben auf jeden Fall viel geschafft, ne? Wir haben jetzt hier den Damm sozusagen fertig, mit dem wir jetzt hier arbeiten können. Und dann gucken wir mal. Geld, haben wir denn genug Geld auch für die Förderbänder? Ich weiß gar nicht, was die kosten. So. Ja, das schauen wir dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Liebe Leute! Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war eine schwere Geburt. Das räume ich ja freimütig ein. Aber wir haben jetzt hier alles erreicht. Wir haben jetzt eine Zufahrt. Unsere eigene kleine Zufahrt hier zu unserem River Sand. Und können in der nächsten Folge anfangen, den zu verarbeiten. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt ist jetzt Schluss. Die nächste Folge gibt es sofort auf GardaRollPlus.